Im heutigen Tutorium betrachten wir elektrophile und nukleophile Reaktionszentren. Die Reaktion zwischen elektrophilen und nukleophilen ist immens wichtig in der organischen Chemie. In der Tat werden die allermeisten Bindungen über solche Reaktionen gebildet. Elektrophile Reaktionszentren sind Elektronenpaar Akzeptoren und somit definitionsgemäß Lewis-Säuren, während umgekehrt die nukleophilen Reaktionszentren sind Elektronenpaar Donatoren und damit Lewis-Basen. Bitte nicht die Begriffe Elektrophilie und Elektronegativität verwechseln. Klingt ähnlich. Aber im Grunde kommt bei dieser Betrachtung das Gegenteil heraus. Also schauen wir uns mal dieses Molekül an. Es handelt sich um einen wesentlichen Bestandteil, eines der beiden aktiven Bestandteile in dem Anti-Corona-Medikament Paxlovid. Und hier haben wir eine CF3-Gruppe und damit eben drei Atome des elektronegativsten Elements. Die Bindung von dem Kohlenstoff zum Fluorid ist stark polarisiert wegen der hohen Elektronegativität des Fluorids. Und dieses Fluorid hat dann eher Lewis-Basencharakter wegen der freien Elektronenpaare, wohingegen der positiv polarisierte Kohlenstoff ist prädestiniert als das elektrophile Reaktionszentrum. Dennoch bekommt man eine solche CF3-Gruppe äußerst schlecht überhaupt zur Reaktion. Warum? Naja, die Kohlenstoff-Fluor-Bindung ist eine immens stabile Bindung. Die lässt sich nicht so einfach brechen. Überhaupt perfluorierte Kohlenwasserstoffe sind bekannt dafür, dass sie äußerst reaktionsträge sind, Moleküle für die Ewigkeit und stellen ein gewisses Problem gerade zur Zeit dar, ja, für ihre Persistenz in der Umwelt. Alles tropft an denen ab wie an Teflon. Das ist ja auch schon fast ein Sinnspruch, ein Sprichwort. Ja, es handelt sich ja dabei um teflonartige Verbindungen. Also, das Fluorid reagiert nicht wirklich, obwohl es freie Elektronenpaare hat als Nukleophil, weil die Elektronenpaare dermaßen gut von Fluor als elektronegativstes Element festgehalten werden und der dazugehörige zentrale Kohlenstoff ist zwar deutlich positiv polarisiert, aber wegen der Stärke der Kohlenstoff-Fluor-Bindungen findet auch dort praktisch keine Reaktion statt. Jedenfalls nicht unter moderaten Bedingungen. Wo haben wir ansonsten elektrophile Zentren? Ja, an dem Kohlenstoff, dem Carbonyl, Kohlenstoff in diesen Carbonsäureamiden, der ist ein Elektronenpaar Akzeptor. Hier haben wir mehrere davon. Hier haben wir einen solchen Amidkohlenstoff. Hier haben wir einen, dort haben wir einen. Und schließlich ist auch dieser Nitrilkohlenstoff ein Elektro vieles Zentrum. Aber auch solche aziden Wasserstoffe, hier die Carbonsäureamid-Wasserstoffe, hier haben wir einen, dort und dort sind positiv polarisiert und stellen ebenfalls elektrophile Zentren dar. Suchen wir nun nach den nukleophilen Reaktionszentren,
Nun, alles, wo sonst noch freie Elektronenpaare sind. Und da haben wir ja die Carbonyl, Sauerstoffe und freie Elektronenpaare an den Carbonsäureamid-Stickstoffen. Hier natürlich auch noch das freie Elektronenpaar an diesem Nitril, Stickstoff. So frei sind die freien Elektronenpaare an den Carbonsäureamiden allerdings nicht, weil diese Elektronenpaare sind konjugiert zu der Carbonylgruppe und das hat Auswirkungen auf die Reaktivität. Schauen wir uns das mal in einem Ausschnitt an, indem wir uns jetzt mal eine Carbonsäure-Amid-Funktion aufzeichnen. Wie gesagt, elektrophile Zentren sind sowohl der Wasserstoff als auch dieser Kohlenstoff. Wenn nun ein Nukleophil angreift an einem Carbonsäureamid, wenn wir einfach allgemein ein Nukleophil, ein Teilchen mit einem freien Elektronenpaar, hat es im Prinzip die Wahl, hier an dem Wasserstoff anzugreifen oder hier an diesem Kohlenstoff. Kinetisch bevorzugt ist in der Regel die Deprotonierung. Mit diesem Ergebnis, es ist halt eine sehr schnelle Reaktion, wenn einfach ein Proton von hier zu dem anderen Elektronenpaar rüber springt, vorbereitet durch eine Wasserstoffbrückenbindung, dann ist das ja praktisch eben also schon da. Das ist die kinetische Bevorzugung. Gleichzeitig ist das aber auch thermodynamisch bevorzugt, weil diese reaktive Zwischenstufe ist thermodynamisch günstiger als jene, die durch den Angriff des Nukleophils an der Carbonylgruppe generiert werden würde. Warum? Naja, wir haben es hier halt mit einem mesomer stabilisierten System zu tun. Wir können auch eine mesomere Grenzstruktur formulieren mit der negativen Ladung am Stickstoff. Und wie Sie wissen, die strukturelle Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Nicht zu vergessen hier noch, wir haben natürlich jetzt das protonierte Nukleophil, das hier dann als Base reagiert hat. Wir müssen natürlich noch die positive Ladung hinzufügen für die Gesamtladungsneutralität. So, wie sieht es jetzt aus mit der Reaktion mit einem Elektrophil, also das Carbonsäureamid als Nukleophil? Und dann nehmen wir als Beispiel Elektrophil das einfachste, was denkbar ist, nämlich ein Proton. Also wo wird das protoniert? Wie ich Ihnen gerade schon gesagt hatte, wegen der Konjugation hier von dem Elektronenpaar am Stickstoff mit der Carbonylgruppe ist dieses Elektronenpaar nicht wirklich frei. Und so wird bevorzugt am Sauerstoff protoniert. Schreiben wir uns dazu auch die entsprechende reaktive Zwischenstufe auf. Und auch hier ist dies thermodynamisch begünstigt. Auch hier können wir mesomere Grenzstrukturen formulieren, nämlich diese mit der positiven Ladung an dem Kohlenstoff, aber auch noch eine
mit der positiven Ladung am Sauerstoff. Mesomere Stabilisierung ist also sowohl bei der Reaktion von Carbonsäureamiden mit Elektrophilen als auch bei der Reaktion von Carbonsäureamiden mit Nukleophilen der entscheidende Faktor. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.